Thomas Stamm, der Trainer der Breisgauer, wechselt kräftig durch. 4 Änderungen in der Startelf nimmt der 38-jährige Schweizer vor. Beim Gastgeber dagegen nur eine Änderung. Der erkältete Beermann wird durch Trapp in der Innenverteidigung ersetzt. Die Anfangsphase gehört Osnabrück, allerdings ohne klare Torchancen. Der VfL ballsicher, One-Touch-Fußball, sehr ansehnlich. Sima Kala, der 24-Jährige, hatte bereits letzte Woche beim spektakulären 3:3 in Mannheim getroffen. Diesmal nur das Außennetz, 11. Minute. Freiburg defensiv ordentlich und konzentriert, offensiv allerdings kaum Akzente. In der 31. Minute die erste zaghafte Torannäherung. Vermey nach Kopfballablage Burkhardt. Und nochmal Freiburg, wieder über die linke Seite Weishaupt. Schmidt rückt nach. Und im Zentrum ist Vermey. 1-0 Freiburg. Der VfL mit deutlich mehr Ballbesitz, aber der SC Freiburg geht in Führung. 4. Saisontor für Vincent Vermey. Kleinhansel verteidigt schlecht in dieser Situation gegen den Niederländer in der 33. Minute. 0-1, das auch der Halbzeitstand. Die zweite Hälfte ebenfalls mit langer Anlaufphase. Osnabrück weiter mit mehr Ballbesitz, aber weitgehend ideenlos. Torchancen aber für Freiburg. Burkhardt prüft Philipp Kühn im Osnabrücker Tor. Stunde vorbei. Kurz danach eine Szene, diesmal für Osnabrück. Eine Kombination, endlich mal bis in die Box. Opoku kommt nicht mehr ran. Eckball für Osnabrück. Der kommt gut lang geschlagen und da ist Kleinhansel. Atubolu hat ihn, der 19-jährige Hellwach. Bislang allerdings noch wenig Chancen für ihn, sich auszeichnen zu können. Osnabrück Mitte der zweiten Hälfte etwas zielorientierter. Sebastian Klaas. Ganz knapp vorbei, 71. Minute, deutliches Chancenplus in der zweiten Hälfte für Osnabrück. Der VfL versucht alles, verzweifelt aber an der SC-Defensive. Schlussphase läuft. Balleroberung Freiburg, wieder über die starke linke Seite. Weishaupt. Und der Ball kommt zu Engelhardt. Riesenmöglichkeit für den SC in der 84. Minute. Ganz starke Partie von Weishaupt und Engelhardt, rutscht der Ball über den Schlappen. Opoku nochmal ein Freistoß. Sima Kala macht das Ding scharf, richtig scharf. Kammerknecht kratzt den Ball von der Linie. Ganz Osnabrück sieht den Ball hinter der Linie, ist er aber nicht. Es bleibt beim 1:0 für Freiburg. Osnabrück verpasst den Sprung auf Platz 2 und Freiburg holt den zweiten Auswärtssieg und verschafft sich Luft im Abstiegskampf.